Hallo ihr Lieben, ich bin Isi von Tintenwelten und heute habe ich die zweite Rezension zu einem Buch von Jonas Jonasson für euch. Und zwar geht es nämlich heute um die Analphabetin, die rechnen konnte, von eben genanntem Autoren Jonas Jonasson. Und das Ganze hat 448 Seiten. Ich habe das vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen als E-Book, um das für euch zu rezensieren. Und das möchte ich natürlich hiermit tun. Mir hat das Buch wieder gut gefallen. Und in diesem Buch geht es um Numbeko. Ich hoffe, dass ich das Ganze richtig ausspreche. Sie ist 15 Jahre alt, wenn der Leser in das Buch einsteigt. Und sie wird ganz am Anfang Chefin des Latrinenbüros in Südafrika. Das bedeutet also, sie ist quasi dafür zuständig, dass die Arbeiter halt eben irgendwie diese Latrinen ordnungsgemäß ausheben und die Tonnen wegräumen. Irgendwie so stelle ich mir das jetzt vor. Bevor sie zur Chefin wurde, hat sie das halt auch selber gemacht und das eigentlich schon seit 9 Jahren. Also sie hat sehr, sehr früh damit angefangen. Denn der Vater, der ist, glaube ich, gestorben oder auf jeden Fall nicht anwesend und die Mutter ist Alkoholikerin und stirbt auch sehr früh, sodass Numbeko dann halt sehr schnell alleine ist, dann den Job der Mutter übernimmt und sich dann zu diesem Posten der Chefin halt eben hocharbeitet. Und damit beginnt eigentlich das Buch und darum dreht sich auch das Buch, nämlich um Numbeko, die eigentlich Analphabetin sein sollte, da sie eben aus diesem Milieu dort kommt. Keiner kann dort lesen, doch sie bekommt das Lesen beigebracht von einem Mann, der dort lebt, der halt eben schon sehr, sehr viel rumgekommen ist und der halt eben auch das Glück hatte, dann Lesen beigebracht zu bekommen von einem anderen Mann halt in der Vergangenheit. Und ja, wie gesagt, sie lernt das Lesen von diesem Mann und sie liebt Bücher, sie liebt das Lesen und sie hat dabei auch noch das Glück, dass sie wirklich eine sehr schnelle Auffassungsgabe hat, dass sie sehr klug und sehr intelligent ist, dass sie sehr, sehr schnell halt Schlussfolgerungen ziehen kann. Also sie kann einerseits als fast einzigste dort lesen und sie ist dann auch noch sehr, sehr gut in Mathe, also schon fast herausragend. Sie verbringt also einige Zeit ihres Lebens in Südafrika und dann kommt es dazu, dass sie eines Tages weggeht von ihrer Heimat. Dabei begleiten wir sie eigentlich. Ich möchte nicht zu viel verraten. Deshalb möchte ich einfach nur so viel sagen, dass es in diesem Buch um Numbeko und ihr Leben geht, das jetzt eben im Alter von 15 für uns als Leser jetzt beginnt. Natürlich geht es in diesem Buch auch um die Menschen, die Numbeko in ihrem Leben kennenlernt und die eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen werden. Das sind unter anderem 3 chinesische Schwestern, ein Zwillingspaar, bei dem beide Geschwister Holger heißen, eine junge Zornige und eine Atombombe. Auch wenn sich das Ganze über mehrere Jahre hinzieht und sehr, sehr viel Zeit ins Land geht, bis sich die Sache tatsächlich irgendwann mal auflöst, ist es wirklich sehr spannend, von der ersten bis zur letzten Seite dieses Gespann, was sich im Laufe des Buches dort zusammenfindet an Menschen, ist sehr liebenswürdig, die Charaktere sind sehr, sehr besonders. Die Handlung ist niemals langweilig, die Umsetzung, wie auch alle anderen Bücher von Jonas Jonasson, ist einfach besonders humorvoll, ironisch, sarkastisch und einfach lesenswert. Es macht Spaß, es zu lesen, es macht Spaß, die Charaktere und ihren Lebensweg zu verfolgen. Es ist hier aber zum Beispiel auch im Vergleich zu Mörder Anders und seine Freundin nebst dem ein oder anderen Feind nicht so, dass das Ganze wirklich sehr distanziert ist. Also bei Mörder Anders ist es ja so, dass der Autor die Protagonisten halt eben mit Mörder Anders, der Rezeptionist, die Pfarrerin, anstatt großartig deren Namen zu nennen, obwohl sie Namen haben, die man auch erfährt, anspricht, was irgendwie so distanziert und ein bisschen kalt wirkt. Hier ist es anders. Also hier hat jeder seinen Namen. Hier wird auch jeder mit Namen immer wieder genannt. Und jeder Charakter hat hier, wie gesagt, seine eigenen Eigenheiten, Besonderheiten, Ziele. Und Holger und Holger zum Beispiel sind wirklich wie Tag und Nacht. Und das macht sie irgendwie, ja, sympathisch, zumindest einen von beiden, aber es ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Die Charaktere sind authentisch. Sie verfolgen halt alle
irgendwie ein eigenes Ziel. Und ja, es ist sehr spannend. Also es ist so eine Grüppchenbildung zwischen verschiedenen Leuten, die irgendwie ja bewusst oder unbewusst beabsichtigt beziehungsweise unbeabsichtigt irgendwie immer so ein bisschen gegeneinander arbeiten, obwohl es gar nicht sein müsste, sage ich mal. Es ist in diesem Buch auch wirklich sehr, sehr oft so, dass man sich einfach ärgert. Also im positiven Sinne jetzt. Also man ärgert sich über die Charaktere, wie dumm die manchmal so handeln, aber es gehört halt eben zu deren Charakter, zu deren Persönlichkeit und es gehört in dieses Buch hinein. Also es gehört zur Geschichte, sage ich mal. Aber dadurch wird halt eben auch besonders die Spannung immer aufrechterhalten. Auch hier ist der Schreibstil irgendwie wieder sehr, sehr fesselnd. Es ist wieder dieser bestimmte und besondere Schreibstil des Autoren, der wirklich heraussticht, wo es sehr viel Spaß macht, ihn zu lesen. Und es ist wieder auch eine verrückte Geschichte einfach. Also es ist auch wieder gesellschaftskritisch auf jeden Fall. Ich habe schon gesagt, es geht um eine Atombombe. Es geht halt eben um Numbeko, die halt eben erstmal in diesen Latrinen arbeitet. Dann arbeitet sie sich sozusagen als Putzfrau hoch. Und dann geht es so weiter, dass sie immer mehr erreicht eigentlich. Und ja, dass sie halt irgendwie so im Verlauf des Buches an diese Atombombe gerät und wie sie dann damit umgeht, um halt eben Schlimmeres zu verhindern, sage ich mal. Das ist wirklich einfach. Ja, es ist verrückt, erstmal überhaupt auf diese Idee zu kommen. Und es ist natürlich wieder überzogen und überspitzt dargestellt, sowohl Charaktere als auch Handlung. Natürlich wird es niemals irgendwie so geschehen, hoffe ich zumindestens. Aber es ist irgendwie, es regt zum Nachdenken auf jeden Fall an. Also ich meine, Atombomben, Atomkrieg, das ist ja jetzt vor allen Dingen auch irgendwie in unserer heutigen Zeit ist es ja, ja eine allgegenwärtige Bedrohung. Das Ganze spielt halt in der Vergangenheit natürlich erstmal, bis dann halt auch eben ins 21. Jahrhundert und ja, eben Atomkraft ist dort halt eben auch ein großes Thema und wie verschiedene Nationen und auch Nachrichtendienste halt eben dann damit umgehen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Es war wieder ein tolles Buch des Autoren. Und wenn ihr der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, mögt, wenn ihr halt eben auch Mörder Anders mochtet, falls ihr das schon gelesen habt, dann wird euch auch dieses Buch wieder begeistern können. Ich finde das Buch einen Ticken besser als Mörder Anders, aber nicht ganz so stark wie der Hundertjährige, nur mal so im Vergleich gesehen jetzt. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall wieder eine unterhaltsame Geschichte gewesen. Mich hat sehr unterhalten, mir hat Spaß gemacht und wenn ihr auf diese Art von Geschichten steht, dann werft auf jeden Fall mal einen Blick drauf. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dann auch in die Kommentare schreiben würdet, wie ihr das Ganze fandet, falls ihr schon gelesen habt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch Lust drauf machen. Und ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss!